Tasten drücken, habe ich versprochen, war. Aber erstmal machen wir ja upgraden. War eh. Moment. Das ist überhaupt nicht mein Upgrade. Dungeon. Moment mal. What the fuck's my upgrade dungeon? This is my upgrade dungeon. This is much better. It's a much better dungeon. It's a very good dungeon. Nice. Yes. So, was haben wir hier? Warum? Hier, durchwarpen. Erhältlich bei der Werkbank. Warpen teleportiert dich hinter Gegner. Aber das habe ich doch. Das ist doch hier auch. Warum ist das dann. Warum sind das immer dieselben Sachen? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Aber ist egal. Ich kann mir die. Ich kaufe mir jetzt hier erhöhten Schlagschaden. Zack. Und dann kaufe ich jetzt. Aber jetzt das oder kaufe ich das? Dasselbe dran. I don't get it. Ich kaufe das teurere, weil wir wissen, wenn was teurer ist, dann ist es besser. So funktioniert nämlich die Welt. Jetzt habt ihr wieder was gelernt. Das ist wie früher in der Schule. Die Kinder mit den teuren Sachen waren auch immer die besseren. Die waren viel netter und die waren viel toller. I see something. I see something. Mister, I see something. This is the place where I have been in the demo. This thing over there. And my English is so very well. You can hear it all the time in GameStar.tv when I talk to English people. And my best English word is eh. So, jetzt können wir hier wieder abkürzen. Hier können wir runterrutschen lassen, aber da komme ich erstmal zu nichts, wo ich sein möchte. Oh, hier gibt es wieder eine Gelegenheit, sich ein bisschen in der Welt umzuschauen. Da hinten ist die Wüstenregion gewesen. Habe ich schon fleißig aktiviert. Wie schön, dass alles zusammenkommt. Pass mal auf. Pass mal auf. So, hier. Ah ne, das ist das neue, ne. Das ist das neue, ne. War, ey, Kalle. Altes Haus und so. Ich dachte, dass ich hier jetzt hier schon... Ich dachte, ich fliege hier schon in die... Region aus der Demo, aber da muss ich wohl erst hinrocken. Oh, aber schön, weil ihr nicht watscht. Sehr schön. Also ihr könnt da drüben weiter. Ich könnte aber auch hier... Könnte auch hier weiter. Ne, warte mal. Kann ich den zerhauen? Ja doch, den kann ich unten zerhauen. So, pass mal auf. Dann gehen wir jetzt hier. So. Taste gedrückt. Mal ein bisschen Pünktchen geholt. Und, wahrscheinlich ist der Hauptweg schon da oben lang. Aber ich kick mal, ob ich hier nicht noch... Nee, das ist ja alles falsch. Das ist alles falsch. So, pass auf. Zieht's hier hoch. Dann versuchen wir unser Glück eben hier oben, wa? Ja, komm, hau mal zu. Komm. Ja, ey, holst du deinen Bruder oder was? Ah, man kann auch schnell wechseln. Autsch. Ah, erwischt. Jetzt wird es aber schon ein bisschen... Ja, schwierig ist vielleicht das falsche Wort, wa? Naja, wenn es so ruckelt, wird es schon schwierig. Das ist dann nämlich nicht so geil. Hey, bleibst du mal hier, du Scheißding. Ja. Zack. So. So viele rote Äpfel kann ich gar nicht fressen. Das sieht irgendwie aus, als könnte ich darüber springen. Und da sieht es auch wieder so aus, als würde ich in der Dings zurückkommen. In eine... Wow! In eine Wüstenregion. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier hochspringen können. Wenn ich jetzt so spiele, kriege ich voll Bock, das Ratchet und Clank wieder zu spielen. Alter, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Fucke. Fucke die Fuck.
So. Hui. Sieht irgendjemand irgendwas Geiles? Warte mal. Ich bin inzwischen rübergegangen zu nur noch Geräusche. Ab jetzt gibt's nur noch Geräusche. Oh, oh, scheiße. Ab jetzt gibt's nur noch Geräusche. Ah, ich liebe das, so diese kleinen Wege zu finden. Wahrscheinlich ist das sogar der richtige Weg hier. Oh, oh, der hat mal ein Schild. Warte mal, pass mal auf, dann greif du mich doch an. Ja, da guckst du, was? So, jetzt kann ich ihn nämlich hier... Ah, nee. Da will er erstmal mit dem Schild ein bisschen rumnerven. Ah, das Schild kann ich bestimmt auch brechen, wenn ich den Faustschlag auflade. Oh. Ah, scheiße. Das war ja, das hatte ja nichts mehr mit Aufladen zu tun. Das war ja ein totaler Durchgriff. Was haben wir denn hier? Nu? Bestimmt das falsche Schwert, oder wie? Nee, doch nicht. Aha. Was ist denn jetzt los? Könnte eine Upgrade-Schmiede sein. Oder auch nicht. Ist das jetzt hier ein Bonusweg oder aktiv Exodus? Irgendwas ist mit Energie versorgt. Was ist denn das? Das ist irgendwie so eine Art Geschichtstafel oder so. Sollte irgendwie eine Geschichte erzählen? Ist das für später, wenn man mehrere davon gefunden hat oder so? Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös. I'm wondering what this is all about. Aber es war jetzt auch ein bisschen also Zufall, dass man da jetzt gelandet ist. Das könnte auch total... Also, das könnte man auf jeden Fall übersehen, da hinten mit den zwei Pflanzen kaputt hauen. Das ist mal ja nicht automatisch. Automatic for the people. So, jetzt möchte ich aber gerne hier zu dem Platz hin, wo ich eigentlich hin wollte. Warte mal. Ui. Ich glaube. Moment, muss nur kurz ablaufen. Ich glaube, ja. Und wer glaubt, der hat schon verloren. Ich glaube, wenn ich hier in das Wüstending wieder zurückgesprungen bin, dann bin ich tatsächlich im Bereich von der Demo. Der war ein bisschen abgeschlossen auf dem Rückweg, also da konnte man nicht hier wieder so zurückspringen. Aber hier, dieses mit dem Runterrutschen... Ich glaube, das ist das Gebiet der Demo. Jetzt haben wir hier auch einen neuen Schnellreisepunkt. Das kommt hin. Ja, stimmt. Jetzt gibt es hier natürlich auch einen Weg, irgendwie runterzukommen, weil es ja jetzt zum kompletten Spiel gehört, aber this is very right. Ah. We are in the demo. Autsch. Ich mal jetzt auf die Fresse gekriegt.
müssen wir nochmal gucken, was hier anders ist. Aber wir können ja mal mit dem anfangen, was wir schon kennen. Nämlich hier Hand rein, Apparat aktivieren und der Kleine wird dann da vorne weggeschoben. Zack, genau, das springt hier runter. Aber hier hinten müsste jetzt... Okay, das ist auch neu mit der Maschine. Hinten sind mehr Wege und... Und jetzt habe ich hier einen Weg wieder freigeschaltet. Genau, so schließt sich nämlich der Kreis. And this is how the cookie crumbles. Und hier ist noch Geheimnis. Nee. Irgendwo war aber noch eine, ein Ding zum Aktivieren. Ah, hier ist noch der Robot. Hallo. Ach, wie cool. Das heißt aber auch, warte mal, ich kann, glaube ich, hier das Ding rüberspringen. Nee, nee, das geht hier an der Stelle noch nicht. Das ist, glaube ich, irgendwo weiter später drin. Okay. Irgendwo war noch was. Cool, dass man am Anfang immer noch hört, wie das Schwert ausklappt. Oh, geil. Müssen wir mal gucken. Hier kann man das irgendwo ziehen und bewegen. War das... Genau, ich muss hier hochspringen. Dann geht's hier weiter. Und hier. Auch so geil. Es sieht von Weitem so aus, als würde man diesen Sprung nicht schaffen können. Als wäre das zu weit. Aber ist es nicht. So, mit denen geht es wieder zurück. Ja, gespannt, ob ich dann tatsächlich auch wieder in der grünen Region rauskomme oder ob das dann anders gebaut ist. Also, ob es vom Verlauf anders eingebaut ist ins Spiel. Und hier hat man auch wieder Zeitdruck, dass einem die Dings hinterherkommen. Die Stufen. So, das geht jetzt hier auch. Den Dingern rüberrollen, so war das gewesen. Schwupp. Das ist ja jetzt easy, jetzt weiß ich ja, wie das geht. Oder beschiss. No. Aber konnte man da überhaupt rüber? Da war, also in der Demo ging es da nicht weiter, aber irgendwo war das noch, habe ich doch aus der anderen Perspektive gesehen. Ach nee, da ist es ja sogar, da ist schon die Taste. Genau, das ist das, was ich von der anderen Seite aus sehen konnte. Dann passt das auch. Ja, geil. Gut, dass es erstmal nur die Energie verbraucht, schluckt. Was Wahlgesänge-mäßiges. So, jetzt haben wir das gelöst und düsen wir rüber auf die andere Seite. Dann geht's runter in den Dungeon und dann da durch. Dann können wir unsere erste
Region aus dem Boden stampfen, erheben, falls das hier auch so gebaut ist. Aber die Schaltfläche haben wir ja zumindest schon gesehen. Und tatsächlich ist ja auch dieser Dungeon unterirdisch dann ganz schön groß. Also, man wird ja auch viel durch die Gegend teleportiert, also das könnte schon hinkommen. Welcome back. Welcome back, welcome back. Ouch. Schön eine Gewatsch gekriegt. So, und hier können wir das... Moment. Nee, hier habe ich es schon gemacht. Ach, das war Unsinn. Dies war's Quatsch. Ja, nee, hier habe ich die Taste schon gedrückt. Das ist egal. Das ist egal. Immer noch dieser Blick in die Ferne, das ist halt geil. Da braucht man gar nicht unbedingt den voll aufgeladenen Schuss, das geht auch so. Das geht auch so. Welcome back. Welcome back, welcome back, welcome back. Und da ist wieder einer von diesen Robotern, aber es ist nicht derselbe, der uns den Arm gegeben hat. Da ist auch noch einer. Aber jetzt kann ich mal darauf achten, später rettet mich ja, glaube ich, einer von denen oder hilft mir zumindest an der einen Stelle, ob das eventuell tatsächlich der ist, der mir den Arm gegeben hat, also der so überwuchert ist. Ah, wie nennen wir ihn denn? Nummer 5. Nennen wir ihn Nummer 5. Obwohl das ist auch ein bisschen so prätentiös und nach dem Motto, ich war in den 80er Jahren, konnte ich Fernsehen gucken. Wahnsinn. Außerdem erinnert mich das viel zu sehr an die Möchtegern-Coolen aus Watch Dogs. Nehmen wir ihn einfach nur Bob. Da kann man nichts falsch machen mit. Und cool kann es nicht sein. Das wird auf Nummer sicher. Ja, da hinten wird noch geschweißt. Ist gar nicht alles fertig hier oder was? Ja, man überwindet hier schon ganz schöne Distanzen. Aber hier fehlt uns der Saft. Jetzt müsste ich ja eigentlich aus der Erinnerung hier unglaublich gut durchkommen. Würde ich ja eigentlich total gut wissen, wie es geht. Ja, geil. Genau in dem Moment. Ah, sehr gut. Herr Schneider, Herr Schneider, Sie haben das so raus. Und so ein großartiger Gamer. Es ist ganz wichtig, dass man Gamer ist. Am besten noch ein T-Shirt, wo irgendwie Super Mario drauf ist. So, und wir haben unseren zweiten Energieblock. Hatte ich nicht in der Demo sogar schon 3 an der Stelle? Da war man wohl ein bisschen hochgepowert worden. Ich glaube, ich hatte auch mehr Lebensbalken gehabt. Da haben die wohl ein bisschen geschummelt, die Entwickler. Um uns arme Spielerjournalisten.
besser dastehen zu lassen, damit wir nicht so abkacken. Hui. Ja, na klar. Jetzt merke ich auch so von wegen, ja, das habe ich jetzt schon so 3-4 Mal irgendwie gespielt und dann habe ich natürlich überhaupt keine Geduld. Und das rächt sich sofort. Aber sofort. Man auch glaubt, man weiß es natürlich besser und man kennt das ja schon alles und hey. Da muss man nicht mehr gucken, wo man hinläuft. Warum auch? Oh, es wird irgendwie arschwarm in meinem Zimmer. Ich habe zum ersten Mal dieses Jahr die Heizung wieder ein bisschen angedreht. Aber ich glaube, das war ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, möchte ich mal sagen. Vor allem, wenn der Rechner läuft, wird das sowieso in dem Zimmer warm. Also von daher. Es dauert nur am Anfang ein bisschen. So, und jetzt geht es hier erstmal darum, das Ding zu drehen. Wie war denn das nochmal? Genau, da gehen wir hier den Turm runter. Und hier läuft die Figur dann auch lustigerweise ein bisschen langsamer. Niedlich, er das macht, in einem Arm dann auch so mitschwingen. Dum, 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 dum. Ich mache heute eine gute Arbeit. Und ziehe danach gleich das Schwert. Kann ich mal ein bisschen Aggro-Stimmung reinbringen. Puh. So ist a little bit knapp. So, das waren Generator Nummer 2 und wenn ich mich recht entsinne, sind es 3 in der Höhle hier gewesen. Und der dritte ist dieser lustige mit den Plattformen, was so viel Bewegung ist. Zack, an den Strom. Ein bisschen niedlich, dass er, wenn er rennt, den schweren Arm ja so hinter sich herzieht. So ein bisschen. Hier habe ich letztes Mal auch geguckt, ob hier noch irgendwas ist. Demselben grandiosen Ergebnis. Aber das Ding können wir aktivieren. Ist eigentlich ganz lustig, dass man jetzt erst zum ersten Mal diesen tatsächlichen Weltanheben-Aspekt drin hat. Und überall, kann man die übrigens überall sehen, diese komischen Pflanzen, die das alles so ein bisschen korrumpiert haben, diese lilanen Pflanzen. Ah, jetzt kommt hier wieder diese Sache mit den mit dem Zerquetschtwerden. I remember, I remember. Scheiße. Scheiße. Scheißendreck. Aber wie sich das auch ankündigt mit diesen zwei anderen Ringen da drüben. Das ist ja so eine kleine Details zu achten.
Wow. Und er macht es spannend. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wie man da rüberkommt. Ne, ist ein anderer hier, der uns hier umleitet oder die Tür aufmacht. Ist ein anderer, aber auch hilfsbereit. Irgendwie wollen sie, dass wir hier weiterkommen. Ne, das war da drüben die Plattform. Das ist, glaube ich, neu. Was hier ein Aussichtspunkt ist. Da drüben ist ein bisschen was zum Klettern. Hm. Tja, wer weiß, wie man da hingekommen wäre. Also, im Ernst, wer weiß das? Irgendjemand im Internet wird es wissen, sobald das Spiel veröffentlicht ist. Ich kann das nur jetzt noch nicht nachgucken, weil es das Spiel noch nicht gibt. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme. Gespannt, habe Kollege Markus gesagt, vor meinem Urlaub unbedingt Hop testen. Also unbedingt machen. Auch wenn es keine Sau interessiert, weil es total cool ist. Ach, hier haben sie diese Plattform ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Sah auch ein bisschen irritierend aus. Da sieht man schon die Welt, die man dann gleich besuchen kann. I like. So ein bisschen schade, dass man heute so wenig Spiele noch so vorstellen kann und testen kann, weil es einfach niemanden mehr interessiert. Also Kosten-Nutzen-Rechnung geht halt überhaupt nicht auf. Ist aber so schade drum. So viele kleine Spiele, wo ich dann auch mal... Ich habe letztens... Ach, das wollte ich mal erzählen. Ich habe letztens mal so überlegt, was ich eigentlich so... Was könnte man dann so beruflich noch so machen? Und ich glaube, wenn ich irgendwie so völlig freie Wahl hätte... Ich bin ja kein Menschenmensch. Also ich bin ja eigentlich nicht gerne... Ich mache nicht gerne Smalltalk. Ich bin nicht gerne mit anderen... Oh. Ja. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Na gut, dann erzähle ich den Teil irgendwann andermal. Und... Lade hier nochmal und guck, dass ich da hinkomme. Ja. Also bis denn. Tschüss.